Kapitel 2. Ist Gott souverän? Manche Menschen haben es als Wahrheit angenommen, dass Gott unabhängig von uns wirkt, nicht aufgrund unserer Leistung. Und sie haben daraus eine Lehre entwickelt, die landläufig die Souveränität Gottes genannt wird. Diese Lehre besagt, dass Gott souverän handelt und dass wir überhaupt nichts mit seinem Wirken zu tun haben. In dieser Lehre wird Gnade überbetont. Es wird gelehrt, dass Gott souverän ist und wenn es sein Wille ist, wirst du geheilt. Wenn nicht, dann stirbst du. Es hängt völlig von Gott ab. Einige Leute haben das bis ins Extrem getrieben. Es gibt ganze Glaubensgemeinschaften, die lehren, dass bestimmte Menschen zur Erlösung und andere zur Verdammnis vorherbestimmt sind und dass Gott das im Voraus festgelegt hat. Sie glauben, dass man nichts daran ändern kann. Es liegt völlig in Gottes Hand. Die theologischen Begriffe für dieses Spannungsfeld zwischen Gnade und Glauben sind Calvinismus kontra Arminianismus. Der Calvinismus betont, dass alles völlig in Gottes Hand liegt. Der Arminianismus sagt dagegen, dass auch du einen Beitrag zu leisten hast und entweder glauben und empfangen oder zweifeln und leer ausgehen kannst. Du kannst durch deinen Glauben das Maß der Gnade Gottes beeinflussen, die du erlebst. Besonders der Calvinismus gebraucht den Begriff der Souveränität Gottes. Von höchstem Rang unabhängig exzellent. Die New International Version, NIV, der Bibel hat den Begriff der Souveränität populär gemacht. In 288 Versen ihrer Übersetzung hat man den Ausdruck Herr Gott oder Herr Gott der Allmächtige, wie er in der King James Version, der Bibel und anderen Übersetzungen gebraucht wird, gegen souveräner Herr ausgetauscht. Ich habe nichts dagegen, dieses Wort souverän auf Gott anzuwenden, sofern man es so gebraucht, wie es das Lexikon definiert. Als Substantiv bedeutet es ein König, eine Königin oder eine andere adlige Person, die als Staatsoberhaupt dient, ein Herrscher oder Monarch oder eine Goldmünze, die früher in Großbritannien verwendet wurde. Natürlich sprechen wir hier nicht von einer Münze. Als Adjektiv bezeichnet das Wort souverän etwas oder jemanden, der überragend oder von höchstem Rang ist. Wenn du Gott in dem Sinne souverän nennen möchtest, dass er überragend oder von höchstem Rang ist, dann stimme ich dir hundertprozentig zu. Eine andere Definition lautet höchsten Rang oder höchste Macht haben. Gott steht definitiv an der Spitze der Nahrungskette. Niemand sagt ihm, was er zu tun hat. Er ist absolut höchstrangig. Noch eine weitere Definition ist selbstverwaltend, unabhängig. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine souveräne Nation. Wir haben uns von der Herrschaft Großbritanniens befreit. Du kannst diese Definition in dem Sinne auf Gott anwenden, dass Gott souverän ist. Er ist unabhängig. Niemand schreibt ihm etwas vor. Souverän stammt von einem lateinischen Wort, das hervorragend oder über bedeutet. Ich stimme damit überein, dass das auf Gott zutrifft. Im Hinblick auf diese Definitionen aus dem Lexikon stimme ich zu, dass Gott souverän ist. Eine bequeme Theologie. Doch die Religion ist dahergekommen und hat sich ihre eigene Definition dieses Wortes zurechtgelegt. Sie besagt, dass souverän bedeutet, Gott würde alles regulieren und nichts könne ohne seine Zustimmung geschehen. Mit dieser Interpretation bin ich nicht einverstanden. Das ist nicht das, was das Wort Gottes lehrt.
Gott ist nicht souverän in dem Sinne, wie es bestimmte Glaubensrichtungen lehren. Jemand stirbt und es heißt dann, nun, seine Zeit muss abgelaufen sein. Diese Leute meinen, dass niemand stirbt, ohne dass es dem von Gott festgesetzten Zeitpunkt entspricht. Ich habe in einer Versammlung der Geschäftsleute des vollen Evangeliums die Lobpreis- und Anbetungszeit geleitet. Der Sprecher war gerade von der Beerdigung zweier Teenager zurückgekommen, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Nachdem sie getrunken und Drogen genommen hatten, fuhren sie auf einer glatten, nassen Straße zu schnell, konnten nicht mehr bremsen und rasten gegen einen Telefonmast. Sie kamen beide bei dem Unfall zu Tode. Ein Mann in der Versammlung stand auf und sagte, »Nun, wir wissen, dass Gott souverän ist. Er lässt uns alle Dinge zum Besten dienen und er hat eine Absicht damit. Menschen sterben nur dann, wenn es Gottes Wille ist.« Die meisten Menschen haben an irgendeinem Punkt in ihrem Leben etwas Ähnliches gehört, gesagt oder vielleicht sogar für wahr gehalten. Das ist eine bequeme Theologie. Wenn wir gewisse Dinge nicht verstehen, ist es leichter, die ganze Verantwortung auf Gott abzuwälzen. Statt diesen Teenagern eine Verantwortung zuzuschreiben und zu sagen, sie hätten nicht trinken, Drogen nehmen und auf einer nassen Straße zu schnell fahren sollen, sie haben sich selbst umgebracht, sagen wir einfach, nun, es war Gottes Wille. Nein, war es nicht. Es sterben ständig Menschen, ohne dass es Gottes Wille ist. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel deine Nummer aufruft und dann ist es deine Zeit zu sterben. Die Bibel macht sehr deutlich, dass Jesus gekommen ist, um den außer Wirksamkeit zu setzen, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Satan ist derjenige, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Er ist derjenige, der kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Johannes 10, Vers 10. Gott hat dem Menschen gesagt, er solle nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen, weil er sonst sterben würde. 1. Mose 2, Vers 17. Der Mensch hat den Tod in dieses Leben gebracht. Dadurch wurden das Altern, Verfall, Krankheit und Gebrechen in Gang gesetzt. Gott ist nicht derjenige, der bestimmt, ob wir krank werden oder nicht. Der Mensch selbst hat den Verfall auf diesem Planeten in Gang gebracht. Gott steuert alle diese Dinge nicht. Mein Vater starb, als ich 12 Jahre alt war. Ich erinnere mich noch daran, dass unser Pastor zu uns kam, sich hinsetzte, mich anschaute und sagte, »Andy, Gott brauchte deinen Papa im Himmel nötiger, als du ihn brauchtest.« Selbst als 12-Jähriger wusste ich es besser. Ich dachte, wofür braucht Gott meinen Vater im Himmel? Der Herr hat meinen Vater nicht umgebracht. Das war lediglich eine faule Ausrede, ein einfacher Weg, um mit einer schwierigen Situation umzugehen. Die Wahrheit. In der allerersten Gemeinde, in der ich als Pastor diente, war ein Ehepaar, dessen Kind in einem Taxi auf dem Weg ins Krankenhaus geboren wurde. Das Baby atmete nicht und war scheinbar tot. Nachdem es eine Zeit lang ohne Sauerstoff gewesen war, konnten sie das Baby schließlich reanimieren. Der Junge litt unter dem Down-Syndrom und hatte kein funktionierendes Immunsystem. Der Junge wurde nur 4 Jahre alt. Er starb in meinen Armen, während ich für ihn betete. Danach betete ich mehr als 2 weitere Stunden, dass er von den Toten auferweckt werden würde, doch er kam nicht zurück ins Leben. Ich suchte nach Worten des Trostes für die Familie und mich selbst. Als ihr Pastor wünschte ich mir so sehr, diesem Ehepaar etwas Tröstliches sagen zu können. Ich war versucht zu sagen,
Nun, wahrscheinlich war es nicht Gottes Wille, dass euer Sohn von den Toten auferweckt wird, um damit einfach die Schuld für den Tod dieses Kindes auf Gott zu schieben. Gott ist groß, er kann damit umgehen. Ich war versucht, doch ich sagte diesem Ehepaar die Wahrheit. Gott hat euer Kind nicht umgebracht. Das ist nicht sein Wille. Ich kann auch nicht wirklich verstehen, weshalb euer Sohn nicht geheilt und von den Toten auferweckt wurde. Entweder lag es an meinem Mangel an Glauben, an eurem Mangel an Glauben oder an einer Kombination aus beidem. Oder es könnte an Dingen liegen, die ich nicht verstehe. Doch ich kann euch garantieren, dass Gott kein Babymörder ist. Obwohl es zu dem Zeitpunkt nicht sehr tröstlich war, musste ich diesen Leuten einfach die Wahrheit sagen. Es wäre sehr viel tröstlicher gewesen, mit etwas Religiösem daherzukommen und zu sagen, Gott ist souverän. Nichts kann geschehen, wenn Gott es nicht zulässt. Doch das ist nicht die Wahrheit. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit zu kennen macht uns frei. Die Mutter kam später zu mir zurück und sagte, ich hatte seit dem Tag seiner Geburt Angst. Die Ärzte sagten mir, er habe kein funktionierendes Immunsystem und wenn er je eine Erkältung bekäme, würde er sterben. Sie erzählte mir, davor habe ich mich 4 Jahre lang gefürchtet. Als ich sah, dass er diese Erkältung bekam, wusste ich einfach, dass er sterben würde. Aufgrund ihrer Bereitschaft, die Wahrheit anzunehmen, zeigte der Herr ihr einige Dinge über sich selbst und diese Situation. Weil ich nicht den leichten Ausweg gewählt hatte, sondern ihr die Wahrheit sagte, erkannte diese Frau, wo das Problem lag, arbeitete daran und bekam noch 4 weitere gesunde Kinder. Die Ärzte hatten dieser Frau geraten, kein weiteres Kind zu bekommen, weil sie zu klein dazu sei. Würde sie weitere Kinder bekommen, müssten sie laut Aussage der Ärzte per Kaiserschnitt entbunden werden und dabei würden wahrscheinlich sowohl sie als auch das Kind sterben. Doch da diese Frau bereit war, die Wahrheit anzunehmen, glaubte sie Gottes Wort und bekam 4 weitere Kinder, allesamt natürliche Hausgeburten. Kein Arzt hätte sie diese Kinder auf natürlichem Weg entbinden lassen, nachdem er ihren medizinischen Befund gesehen hatte. Also glaubte sie einfach Gott und erlebte natürliche Geburten zu Hause. Vor ein paar Jahren schickte sie mir ein Foto von all ihren 4 Kindern in ihren Hüten und Umhängen, als sie ihren Abschluss am College gemacht haben. Sie dankte mir dafür, dass ich ihr die Wahrheit gesagt hatte. Höhere Gewalt. Es ist ein verständlicher Wunsch für alles, eine nette kleine Schublade zu haben und auf alles mit den Worten antworten zu können. Nun, es muss wohl Gottes Wille sein. Er ist souverän. Doch das ist nicht die Wahrheit und Lügen zu glauben, bringt dich in Gebundenheit. Wäre Gott an allem schuld, was ihm heute zur Last gelegt wird, gäbe es keine zivilisierte Nation auf dem Angesicht der Erde, die ihn nicht strafrechtlich verfolgen oder verurteilen würde, wenn er eine Person aus Fleisch und Blut wäre. Wenn Gott dafür verantwortlich wäre, dass Babys deformiert auf die Welt kommen, Ehe in die Brüche gehen und Killerstürme toben, würde man ihn des Landes verweisen. Wenn er wirklich all die Erdbeben, Tornados und anderen Naturkatastrophen verursachen würde, die wir in unseren Versicherungspolicen als höhere Gewalt bezeichnen, würde jedes Land ihn vertreiben, wenn es könnte. Die Wahrheit ist, dass Gott falsch dargestellt wird. Es werden Lügen über ihn verbreitet und ihm werden Dinge angelastet, die er gar nicht getan hat. Diese Lehre, dass Gott souverän alles in der Hand hält,
ist die schlimmste Irrlehre im Leib Christi, weil sie Passivität fördert. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott über jede Kleinigkeit bestimmt, die passiert, warum solltest du dann überhaupt noch etwas tun? Warum noch Gott suchen? Warum Gottesdienste oder Konferenzen besuchen? Warum nicht einfach zu Hause auf der Couch sitzen, Süßigkeiten essen und Fernsehen? Denn Gottes Wille wird ja sowieso geschehen. Warum noch etwas tun? Gottes Wille kommt ja ohnehin zustande, ob du dafür glaubst oder nicht. Das ist eine schreckliche Lehre. Einige Menschen lehnen die Extreme dieser Lehre ab, mischen sie aber dennoch in ihr Glaubenssystem, wenn es gerade gelegen kommt. Wenn jemand stirbt, sagen sie, nun, es muss wohl Gottes Wille sein. Nein, Gott ist nicht derjenige, der Tod verursacht. Satan ist der Urheber von Tod und die Menschen selbst sind diejenigen, die ihn auf dieser Erde entfesselt haben. Doch unsere Verantwortung in diesem Bereich anzuerkennen, ist nicht immer angenehm. Die Wahrheit ist, dass du nicht einfach einen Teil dieser Lehre über Gottes Souveränität herausgreifen und mit Glauben vermischen kannst. Du kannst nicht sagen, nun, ich habe etwas Verantwortung, doch es gibt auch einige Dinge, die Gott einfach bestimmt. Er ist in diesem Bereich souverän. Nein, entweder bestimmt Gott alles oder er tut es nicht. Das ist die Definition von Souveränität. Entweder herrscht er über alles oder nicht, aber eine Kombination dieser beiden Überzeugungen ist nicht möglich. Ich habe noch nie die Menschen verstanden, die wütend auf mich sind, weil ich diese Wahrheit predige. Sie sagen, diese Lehre sei vom Teufel. Sie fragen mich, wie ich es nur wagen kann, so etwas zu predigen. Ich antworte dann, wenn Gott alles bestimmt und nichts geschehen kann, ohne dass er es entweder verursacht oder zulässt, dann könnte ich das ja auch nicht predigen, wenn Gott es nicht zulassen würde. Richtig? Wenn das Ihre Auffassung ist, wie können Sie dann wütend auf mich sein? Es muss ja Gottes Wille sein, dass ich das predige. Wenn Gott wirklich alles bestimmt, dann veranlasst er mich auch dazu, alles zu sagen, was ich sage. Andernfalls könnte ich es nicht sagen. Es widerspricht der Logik. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott alles reguliert, warum gehst du dann zum Arzt, wenn du krank bist, und versuchst, dem Willen Gottes zu entkommen? Warum nimmst du Medikamente, um die Schmerzen zu lindern? Wenn Gott deine Krankheit verursacht hat und versucht, dich dadurch etwas zu lehren und irgendeine Erlösungsabsicht in deinem Leben verfolgt, warum versuchst du dann, sein Werk zu schmälern? Warum lernst du nicht einfach deine Lektion und leidest so viel wie möglich? Das widerspricht der Logik. Niemand, der nicht religiös ist, würde diese Lehre glauben. Das muss einem beigebracht werden und man muss es in blindem Glauben annehmen. Es macht keinen Sinn. Selbst die Leute, die behaupten, Gott hätte ihnen eine Krankheit auferlegt, gehen zum Arzt und versuchen, aus seinem Willen herauszukommen. Selbst diejenigen, die behaupten, Gott sei am Scheitern ihrer Ehe schuld, beten zu Gott, der nach ihrer Aussage alles verursacht, und bitten ihn einzugreifen. Selbst die Menschen, die meinen, dass Gott derjenige ist, der ihre finanziellen Probleme verursacht hat und die Situation dazu nutzt, sie zu demütigen, beten und bitten denselben Gott um Gnade und Hilfe. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott souverän alles bestimmt, dann hat es keinen Zweck, irgendetwas zu tun, weil Gottes Wille unabhängig von uns völlig souverän zustande kommt. Diese Überzeugungen haben nichts mit der wahren Definition des Wortes souverän zu tun.
Sie stellen lediglich eine religiöse Definition und Anwendung dieses Wortes dar. Deine Kooperation. Gott hat aus Gnade alles bereitgestellt. Doch du hast die absolute Freiheit zu wählen, ob Gottes vollkommener Wille für dich zustande kommt oder nicht. Es geschieht nicht ohne deine Kooperation. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Die meisten Leute bleiben hier stehen und glauben diesen Vers so weit. Doch sie überspringen den Teil, von dem der gesamte Vers abhängt. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott kann, oder man könnte auch sagen wird, nichts über diese Kraft hinaus tun, die in dir wirkt. Und hier ist die Rede von Glauben. Nicht automatisch. Es ist Gottes Wille, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Aus Gnade hat Gott bereits Errettung für die gesamte Welt bereitgestellt. Doch du musst dein Vertrauen in Gottes Gnade setzen, um zu erleben, dass diese Errettung zustande kommt. Dieser Vers macht sehr deutlich, dass es Gottes Wille ist, dass jeder errettet wird. Doch nicht jeder wird errettet, weil nicht jeder im Glauben auf das reagiert, was Gott gesagt hat. Gottes Wille kommt nicht automatisch zustande. Matthäus 7, Verse 13 bis 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Jesus hat gesagt, dass mehr Menschen durch die weite Pforte ins Verderben gehen, als durch die enge Pforte ins ewige Leben. Der Herr Jesus Christus hat deutlich gesagt, dass nicht jeder gerettet wird. Und doch offenbart uns 2. Petrus 3, Vers 9, dass es Gottes Wille ist, dass jeder errettet wird. Wie kann man diese Schriftstellen zusammennehmen und zu irgendeiner anderen Schlussfolgerung als der kommen, dass Gottes Wille nicht automatisch geschieht? Du hast eine Wahl. Gott hat aus Gnade alles zur Verfügung gestellt. Doch wenn du nicht glaubst, empfängst du es nicht.